Ja, vielen Dank, dass ihr heute diesen Tag mit uns zugebracht habt. Es ist C3 ganz anders gewesen, C3 at home. Und ich hoffe, ihr hattet viel Freude an den Dingen, die wir mit euch gemacht haben und auch Freude an den Dingen, die euch vielleicht im Herzen bewegt haben. Wie immer haben wir noch einen kleinen Abendabschluss und ich möchte euch unter dieser Überschrift Maske ab, Helm auf, ein paar Gedanken mitteilen. Ich habe mal eine Maske mitgebracht, die sieht so aus. Das ist eine Maske, die einen eher blind macht. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Und ich habe später noch einen Helm dabei, oder den habe ich jetzt schon dabei, aber den bringe ich später noch ins Spiel. Und eine Bibel. Zunächst mal möchte ich ganz anders einsteigen. Ich möchte dir mitteilen, dass Gott dich schon geliebt hat, bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist. Vielleicht ist das eine ganz neue Information für dich, aber Gott hat die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen und er kannte dich, bevor du geboren wurdest. Er hat bereits gewusst, wer du bist und was dich ausmacht. Er kannte deine Stärken und deine Schwächen und dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen hat er dich ganz besonders lieb. Ein weiterer erstaunlicher Fakt, so finde ich jedenfalls, ist, dass Gott dich über alles liebt und dass du ihm nichts vormachen kannst. Du musst dich vor ihm nicht beweisen. Er weiß einfach alles über dich und nimmt dich erstmal so an, wie du bist. Er lässt dich in seine Gegenwart kommen, so wie du gerade bist. Das bedeutet, Gott sieht dich ungefiltert, ungeschminkt und ohne Maske. Er sieht alles, was dich bewegt und er kennt dein Herz ganz genau. Er kennt nicht nur die Oberfläche, sondern er kennt die tiefsten Ängste. Er kennt die dunkelsten Geheimnisse, die Dinge, die wir vielleicht vor anderen und vor ihm verstecken wollen. Und er kennt deine Zukunft und er weiß wirklich alles über dich. Er weiß, was dir Freude macht und er weiß, wofür du dich schämst. Das Gute daran ist, ich muss vor ihm nichts verstecken. Und er behält alles für sich. Gott ist also nicht so jemand, der einen mies in die Pfanne haut, der die Dinge, die er von uns rausbekommen hat, dann auf Insta postet oder WhatsApp über WhatsApp irgendwelchen Menschen mitteilt, sondern er behält alles für sich. Er nimmt das alles in Vertrauen an und er geht damit sorgsam um. Vielleicht ist das für dich erstaunlich und du bist jetzt unsicher, was du denken sollst. Vielleicht fragst du dich, kann ich diesem Gott vertrauen? Ist das gut, dass er das alles weiß? Ist es gut, dass ich ihm alles mitteile? Nutzt er meine Schwächen nicht doch irgendwie aus? Vielleicht fragst du dich auch, bin ich zu dünn für Gott oder zu dick? Oder fragst du dich, bin ich vielleicht gut genug für ihn oder zu schlecht? Bin ich klug genug oder hält er mich für dumm? Da habe ich auch eine gute Nachricht für dich heute. Gott weiß genau, wer du bist. Er weiß, was die anderen über dich sagen und er weiß auch, was du selbst über dich denkst. Er kennt unsere Schönheitsideale, die gerade in unserer Zeit halt da sind. Und er kennt auch deinen Intelligenzquotienten. Und das Allerbeste daran, dass er das alles weiß, ist, und das ist sehr beruhigend, diese Dinge werden in der Bibel eigentlich fast nie genannt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das interessiert ihn nur beiläufig. Das ist nicht sein Interesse an uns, ob wir dem Schönheitsideal dieser Gesellschaft entsprechen oder ob wir dick sind oder dünn sind oder klug oder dumm oder sonst irgendwas. Das ist alles etwas, was ihn wahrscheinlich ganz nebensächlich interessiert. Gott schaut sich nämlich unser Herz an. Er sieht dein Herz. Er schaut da hinein. Und er kennt alles, was daran vorgeht. In der Bibel ist es so, dass das Herz der Sitz der Gefühle, der Einstellungen, der Ambitionen ist. Also das, was unser Innerstes ausmacht. Ich möchte jetzt etwas von mir erzählen. Ich weiß, dass mein Herz nicht immer sauber ist, dass meine Gedanken und meine Einstellungen nicht immer gut sind. Und es gab sogar eine Zeit, wo ich bewusst von Gott getrennt gelebt habe. Und es gibt auch heute manchmal noch Zeiten, wo ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen, die er nicht mag.
Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass diese Einstellung nicht gut für mich ist. Dass ich, wenn ich in Gottes Wort lese, also der Bibel, darin erkenne, dass Gott etwas anderes für mich möchte. Dass er mein Leben verändern möchte, so dass ich in seinem Willen, in seinen Geboten wandle und so ja, zu einem Nachfolger Christi werde, mir anschaue, was Jesus getan hat und seine Einstellung übernehme. Gott hat mir deutlich gemacht, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, für all die Dinge, die ich verbockt habe in meinem Leben, dass er dafür gestorben ist, dass ich seinen Geist bekomme, den Heiligen Geist geschenkt bekomme, dass ich verändert werden kann, dass mein Herz ganz neu werden kann. Es ist eine befreiende Botschaft, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich war, sondern dass ich ganz neu werden kann. Jesus machte mir deutlich, wenn du möchtest, dann liebe ich dich so, wie dich sonst niemand lieben kann. Ich vergebe dir alles, was du bisher getan hast, und ich helfe dir, durch meinen Geist ein neuer Mensch zu werden. Das war für mich wie eine Befreiung, eine richtig gute Botschaft. Du wirst vielleicht sagen, wie bitte, das ist eine gute Botschaft. Oder vielleicht fragst du dich, warum macht Gott das jetzt? Er macht das, weil er Sehnsucht nach uns hat. Er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns ohne Maske. Wenn wir in den Himmel kommen, dann wird da kein Maskenball stattfinden oder ein Karneval, sondern eine Hochzeit. Wir bekommen keine neue Maske, sondern neue Kleider. Er möchte mit seinen Geschöpfen, mit seinen Kindern, mit seinen Erben zusammen sein. Und er wird uns viel schenken. Vielleicht hast du heute so eine symbolische Maske abgesetzt, die einen eigentlich blind macht. Man ist blind für das Wesentliche. Man macht, wenn man so Masken aufsetzt, anderen etwas vor. Man wird zu einem Täuscher. Man wird zu einem Blender, man wird zu jemandem, der ein Schauspieler ist und heuchelt. Eigentlich mögen wir uns oft in diesen Situationen nicht so sehr. Manchmal ist es vielleicht nötig, aber wenn wir die falschen Masken aufsetzen, und ich denke, du weißt jetzt, worüber ich spreche, dann ist das gut, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Masken abzusetzen, weil wir sie bei Gott nicht brauchen. Wir können unsere Tür des Herzens öffnen und können Gott einlassen. Wir können zu Jesus sagen, hier bin ich. Ich danke dir, dass du mich in diesem Moment liebst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich neu machen willst. Ich danke dir, dass du dich um mich kümmerst, um das, was nicht gut ist in meinem Leben. Und dass du mir auch Freude schenken möchtest und dass du mich ganz neu gestalten möchtest. Ich muss bei dir nicht so bleiben, wie ich bisher war. Du machst mich neu und du hast einen guten Plan für mein Leben ohne Masken, ohne Schauspielerei, ohne Heuchelei. In Epheser 6, Vers 17, also in der Bibel etwas weiter hinten, Epheser 6, Vers 17, da heißt es, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist eine Symbolik, aber ich möchte ein paar Gedanken noch dazu äußern. In unserem Kopf sind oft sehr viele negative Gedanken. Oft bekommen wir auch negative Gedanken von außen mitgeteilt. Wir werden von anderen vielleicht belächelt. Wir werden von anderen beschimpft oder verhöhnt aufgrund unseres Aussehens oder dem, was wir tun oder dem, was wir nicht können oder dem, wie wir sind. Wenn wir uns in den Medien umschauen, dann werden wir vielleicht feststellen, wir sind gar nicht so beliebt wie andere. Wir sind gar nicht so toll. Wir sind gar nicht so oder so. Und das macht uns innerlich vielleicht fertig. Und vielleicht haben wir auch viele negative Kommentare bekommen. Gott möchte uns durch diesen Helm schützen vor diesen Kommentaren. Also symbolisch, wenn man den aufsetzt, dann können bestimmte Dinge daran abprallen. Auch das will Gott für uns tun. Er möchte uns schützen und er möchte uns neue Gedanken geben. Er möchte uns die Gedanken geben, die er über uns hat. Und die lesen wir in seinem Wort nach. Das bedeutet, wir können einen Tausch machen. Wir können diese Maske abnehmen, sie weglegen und wir können so einen Helm aufsetzen, der uns schützt. Und wir können die Bibel in unsere Hand nehmen und wir können in der Bibel nachlesen, was Gott wirklich über uns denkt und was gut für uns ist. Vielleicht hast du festgestellt, dass du Masken trägst und manchmal den anderen etwas vormachst. Vielleicht hast du andere Dinge
heute festgestellt über dich und dein Leben. Vielleicht ist dir gerade in der Andacht noch etwas im Abendabschluss aufgefallen. Es gibt jetzt die Gelegenheit für dich, die Masken abzunehmen und mit Gott zusammen durchs Leben zu gehen. Er stattet dich neu aus. Er gibt dir den Helm, der dich schützen soll. Er gibt dir sein Wort, um viele dieser negativen Dinge in deinem Leben zu bekämpfen und dir seine Liebe klarzumachen in Jesus Christus. Ein Beispiel noch zum Schluss. Wenn du viele negative Kommentare über dich gehört hast, dann schau dir in Gottes Wort an, was Gott über dich sagt und was er zu dir persönlich auch sagt. Wenn du mit ihm unterwegs bist, dann wirst du feststellen, dass Gott dich ganz stark ermutigen möchte. Er möchte dir Kraft geben für dieses Leben. Er möchte dir Freude schenken in dein Herz. Und er möchte dir deutlich sagen, dass er dich liebt und du neu werden kannst. Das kann dir vielleicht für deinen Alltag und deinen Lebensweg eine Kraft geben, die du bisher noch nicht gekannt hast. Mir jedenfalls, und ich habe eben schon gesagt, ich möchte auch über mich etwas reden, obwohl ich das normalerweise nicht so gerne tue, hat das sehr geholfen. Mir hat das sehr, Lebensfreude auch wieder zurückgebracht. Mir hat das sehr viel Lebensmut auch gegeben und vor allen Dingen auch diese Sehnsucht nach Annahme und Liebe gestillt, die ich unbedingt brauche. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, die Masken abzunehmen und den Helm Gottes aufzusetzen, um mit ihm und seinem Wort durchs Leben zu gehen. Es lohnt sich und ich denke, es wird ein gesegnetes Leben sein. Amen.